Magst du denn scharfes Essen? Ich war in Thailand, also. Nein. 40. Nein. Level 40 entwickelt er sich. Oh, das, okay, das dauert noch ein bisschen. Ja, schon. Und er hat nur Kackattacken, also Kabutops ist erstmal unnötig. Aber Kabutops ist, finde ich, so vom Aussehen her die Definition von Pokémon, was der Schneider lernen kann. Ja. Aber ich würde dir das erstmal nicht beibringen, bin ich nicht. Nee, würde ich auch nicht. Aber so vom Aussehen her ist es die Definition von Pokémon, was der Schneider lernen kann. Ja, ich weiß, du hast ja seine Weiterentwicklung, als du den mal hattest, hast du ihn Gillette genannt. War das? Ah, nee, du hast Gewalt. Du hast Gewaltrose Gillette umbenannt, ja. So. Ey, wie viel habe ich noch? Nice, guck mal, für wie teuer ich das verkaufen kann. Ja. Puh. Oh, Sternstaub ist auch nice. Ei. So, und jetzt gucke ich mal, was ich noch verkaufen kann. Rückkehr, Schaube, brauche ich nicht. Ja. Übernahme braucht auch kein Schwein, oder? Eigentlich nicht. Lawine? Lawine ist gar nicht so schlecht. Ja. Das ist quasi Lake von der Lake von Typ Wasser, von Typ Eis. Ach, Tarnsteine weiß ich, was es ist. Aber die Attacke würde ich auch nie einsetzen, also. Ja, gut. Ciao. Die anderen behalte ich. Ja, mach das. Tankstein ist halt eigentlich nicht schlecht, aber wenn du es sowieso nicht einsetzen würdest, ist es halt... Nee, würde ich nicht. Ja. Sollte ich Seerauch lieber behalten oder verkaufen? Weil für Typ das... Wasser... Ja klar, das ist zwar von Typ Wasser so, aber guck mal, was es bringt zu verkaufen. Ja. Aber ich könnte es zum Beispiel auch Kabutops geben. Könntest du, ich habe meins verkauft. Ja okay, ich hatte Wellenrauch, aber... Blattstein habe ich auch noch. Ja... Entwicklungsstände würde ich grundsätzlich behalten, weil du weißt ja nicht, was du für einen Encounter bekommst, ob du die dann brauchst. Ja, deswegen, ja klar. Erhört sich die Genauigkeit des Trägers. Brauchst du was eigentlich? Nee. Dann würde zum Beispiel Hypnose häufiger treffen. Ja gut, aber Gengar hat gerade ein High-Item. Ja. Bodenattacken verstärken würde ich behalten. Flugattacken... Falls du einen Knackack bekommst. Ja, Flugattacken würde ich auch behalten, wegen allein... Weil ich in der letzten Projekt Silvaro hatte, da war Wait. Das auch... Wait! Ja, aber Silvaro gibt es hier nicht. Ja, ich weiß. Wait, ich habe auch noch einen Hackattack, das kann ich Ho-Oh geben. Aber kriegen die Flugattacken denn nicht Priorität sozusagen, anstatt Feuer von ihm? Ist das nicht so? Priorität ist erstmal was komplett anderes. Und bei Hackattack kommt Step nochmal dazu. Also zusätzlich zu Step nochmal der Bonusschaden von Hackattack. Also, das hat mit Feuer überhaupt nichts zu tun. Feuerattacken werden dadurch nicht schwächer oder so. Ja. Sternstück brauchen eigentlich auch nicht, kann man nur verkaufen. Oder? Ja. Und zwar für sehr teuer. Ist das das Item, was ich für Ho-Oh gemeint habe? Das, wo du gesagt hast, ist das nicht für Ho-Oh. Ah. Aber brauche ich das? Nee. Würde ich behalten. Wenn du ein Pokémon findest, was sich mit Zutrauen entwickelt, ist das eine sehr, sehr große Hilfe. Okay. Also Golbat zu X-Bot. Zum Beispiel. Ja. Oder Riodo zu Lucario. Oder Mamfaxo zu Relaxo. Der hätte ich gerne. Ich hätte Relaxo sehr gerne. Und von meiner Seite gibt es jetzt kurz einen Cut, weil ich möchte das Ei jetzt ausbrüten. Psycho? Ich weiß nicht, ah ne, Gengar sollte sein High-Item behalten, würde ich sagen. Ja, aber falls du einen Simsala findest oder so, ja gut, dafür hast du einen Krummlöffel, oder? Ja. Ich hab auf jeden Fall einen Krummlöffel. Nee, ich nicht. Ich hab Schattenglas. Ja, gut. Mein Ei schlüpft gerade. Jo, ich warte, gut, dann mache ich das auch noch kurz, warte. Ja gut, ich warte so lange. Damit wir es gleichzeitig sehen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das gerandomized ist. Wozu Herzschub auf jeden Fall behalten. Okay. Damit kannst du bei dieser Sumpfstadt alte Attacken wiedererlernen. Also Attacken, die deine Pokémon irgendwann mal damals konnten, bevor du die gefangen hast oder sowas. Ah ja, ich verstehe schon, ja.
Das kann verdammt gut sein. Bei Entei zum Beispiel, wenn du ein Entei bekommst, kannst du einfach die Signature-Attacke von Ho-Oh drauf machen. Und das ist so verdammt strong. Also ich glaube, dass das bei Entei so ist. Entei kann die auf jeden Fall lernen, irgendwie. Achso, du bist hier hinterher geboren. Ja. Ja, weil ich keinen Bock hatte hinten auf das Gras und so, drück einmal B. Ich drehe meine Kreise. Ja. Drehe meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich komme zu spät zu dir. War geil. Oh, da musste ich gerade direkt dran denken, als du das gesagt hast. Achso, ich sollte vielleicht ein bisschen näher ans Mikro ran, deswegen hat mich das eine Mal jetzt gekommen. Oder ja. Schlechter verstanden. Ja, du warst das eine Mal ein bisschen abgehakt, dass du das Level gesagt hattest. Da war 17 oder sowas, hattest du gesagt, und ich habe dann nur 10 verstanden, aber. Ja. Alter! Meine Güte, sonst verstehe ich dich. Aber du verstehst mich auch, oder? Einfach voll. Schade. Ah, Messer, komm her! Ah. Ja. Perfekt. Sorry. Ja, alles gut. Hä? Okay. Togepi? Ja, gut, ist nicht gerandomized. Ich hab die höchste Entwicklung schon. Aber ja. Zweites Togepi nehme ich trotzdem. Ja, aber ich habe keine Verwendung für Togepi. Wie entwickelt man Togepi? Ich weiß gerade nicht, wie die zweite Entwicklung heißt. Zu Togekiss. Togetick zu Togekiss. Buckelstein oder was ist das? Ja. Okay, den habe ich sogar. Ja. Aber wir. Also, mit Freundschaft zu Togekiss. Mit Freundschaft zu Togetic und Leuchtstein, nicht Funkelstein. Lol, ich dachte, das wäre ein Funkelstein. Oh. Leuchtstein. Ja, gut. Ich sag so, wie es ist. Ich habe keine Verwendung für ihn. Ja, wir können ihn erstmal auf die Box tun und dann. Ja, ich nehme den Teddy wieder mit rein. Schade, dass es nicht gerandomized ist. Ja. Wäre lustig gewesen. Als wäre es dafür gemacht. Wäre lustig gewesen, wenn aus dem Ei erstmal so ein Mewtwo oder so rauskommt. Da hätte ich Lust drauf gehabt. Was hat man da überhaupt für eine Fähigkeit? Passt Finchy Boy überhaupt? Übereifer. Okay, nein, der hat absolut den behindert. Der hat auch Pokerus! Weil du hast das Wesen scheu und meiner hat das Wesen kühn. Ja, aber ich habe eine absolut scheiß Fähigkeit auf ihm. Du auch. Das ist die schlechteste Fähigkeit, die er haben kann. Oh mein. Du hast dadurch zwar mehr normalen Angriff, aber weniger Genauigkeit. Außerdem hat Togekiss keinen normalen Angriff, der ist ein spezieller Angreifer. Also hast du quasi einfach nur weniger Genauigkeit durch die Fähigkeit. Und deswegen ist die Fähigkeit kacke. Na, also wie ich das jetzt in Erinnerung habe, müssen wir, glaube ich, hier durch die Höhle, oder? Ja. Hm. Und nein, da haben wir keinen Encounter. Nö, ich guck gerade nur nach Pokémon. Kraterberg haben wir nämlich schon einen Encounter mitgenommen. Und das heißt alles Kraterberg. Ja, ich weiß, ich weiß. Was ist der Typ Giftbohne oder was ist das? Einfach nur Gift. Ich kann mir nie merken, was Gift für eine Schwäche hat. Psycho, Boden. Nochmal, da testen wir auch Knochenhals. Du Wichser. Ich muss Lucario austauschen. Das pennt er ein. Ah ne, tut er jetzt schon, scheiße. Pampflamm! Gengar! Kümmere dich um kleinen Pampflamm. Mann, hör auf, dich in genau dem Moment zu drehen! Testen wir mal seine neue Attacke, mal gucken, wa? Du hast mir das wirklich beigebracht? Ja. Oh Mann, ey. Hä, war das dumm? Nein, das war nicht dumm. Also Psychokinese ist gut auf Gengar. Weil es ist speziell und ja. Gengar hat sehr viel speziellen Angriff. Außerdem hast du dann richtig fast gegen Gift und sowas. Ich meine, es wäre auch eine Option gewesen, wenn du dir das aufsparst, falls du zum Beispiel einen Simsala oder sowas bekommst. Weil auf Simsala ist Psychokinese logischerweise besser. Ja, aber Gengar ist mein Starter, also... Da ist es verständlich, dass ich ihm das schon gegeben habe. Seelentau? Was ist das denn? Signature-Item von Latias und Latios. Oh.
Ich habe keinen Bock auf einen Doppelkampf. Und ich muss Gengar wieder aufwachen, der pennt. Die paar Meter, ey. Ey, ich verwende jetzt kein Item dafür. Ich heile die jetzt kurz, dann ist Lucario wach und dann... Alter. Oh, Krabbenchef. Ich mach dem so viel Damage, ne? Ja, Krabbenchef ist aber eigentlich auch ein Bulle. Ja. Plunkiefer. Hätte ich eine Feuerattacke, würde ich gerne gegen ihn kämpfen. Ne, ich hab keine. Bist du schon in den Doppelkampf? Ne, du bist doch bei dem Opa da oben, ja? Ja. Wir gehen in den Doppelkampf. Mach das. Mal gucken, ob jemand stirbt. Du hast Lucario und Gengar vorne, wie sollte jemand sterben? Weiß nicht. Solange du mit beiden zuerst auf Logo gehst, stirbt keiner. Ja, wegen Lucario. Wegen Vollschwäche. Ja. Lieber Kampf oder Metall oder Stahl auf Logok? Ich hätte Knochen, hast gesagt, weil das sehr effektiv ist. Ist das effektiv, ja? Boden ist sehr effektiv auf Feuer, ja. Ich merke mir das wirklich. Psychokinese ist auch sehr effektiv. Okay, dann hat er keine Chance. Gengar, du Bulle. Nein! Ach komm. Du kleines Arschloch. Guck mal, Damir Black. Ey! Das finde ich nicht nett. Du hast mich bedroht. Du hast mir ein Messer an die Kehle gehalten. Okay, das war fies. Dieses kleine Pi gegen den Lucario. Und ich wusste, was seine Schwäche ist. Was ist denn seine Schwäche, hä? Kampf. Gar nicht. Weil die im Platin den Fee-Typ noch nicht haben. Ja, das stimmt. Der Fee-Typ kommt erst ab XY. Ja, ich glaube XY dazu. Also XY, Alpha, Saphir, Omega, Rubin. Ich habe eine Menge gelernt, was Pokémon angeht. Mhm. Dromisierer, komplett überflüssig. Ach übrigens, ich weiche den ganzen Kämpfen mal aus, ne? Oh wow, wobei ich gerannt bin. Aber dem Doppelkampf weiche ich aus. Shinox. Oh, Schienbein. Ich hätte gerne eine geile Bodenattacke auf Lucario. Schaufleite ich gerne. Können Sie das mal sein lassen? Das bitte auch. Nein, kämpft ihr jetzt? Nee, doch nicht. Ich glaube, man hätte in beiden Händen einen Kampfhander bekommen. Ja, ich glaube auch. Mein Togekiss ist Level 29. Fuck, die größte Bedrohung, guck es dir an. Mein Ho-Oh hat keine Chance gegen diese geballte Ladung Action. Na gut, du hast eine Flugattacke, aber hättest jetzt eine Feuerattacke, wär's hier nur so unfair. Ja, Flug ist aber auch sehr effektiv, ne? Ja, ich weiß. Wir haben eh keinen Encounter, deswegen gucke ich hier schon mal weiter. Mhm. Alter! Ist das nicht das Vieh mit dem höchsten Angriff? Oder ja. Einer der höchsten? Der höchste Angriff aller nicht-legendären Pokémon und nicht-Mega-Entwicklung-Pokémon. Alter. Blaue Flöte. Da war ein Item drin? Achso, nee, das hatte ich ja mit dir noch nicht. Voll ja, los. Ich wollte gerade sagen. Ja, hast du doch mitgenommen, du dummes Stück. So, ich nehme jetzt einfach mal links. Das, ja, ist auch Kampfhander. Da ist Cyrus. Ja, ich mag Cyrus irgendwie vom Aussehen her. Ich finde ihn übel cool. Also vom Aussehen her, wie gesagt. Aber es ist ein Arschloch. Allein was er mit Giratina vorhat. Ach, ist mir doch egal. Nein. Er sieht cool aus. Okay, er fühlt sich hier anscheinend in der Höhle sehr, sehr wohl. Ist auch ein Gesteins-Pokémon. Ja. Mensch! Quapsel, du fühlst dich hier doch gar nicht wohl. Du bist doch eher da im Wasser. Ja, da ins Wasser, ja. Warte mal, dann... Oh, gehen wir da wirklich hin, nur wegen dem Item? Da muss ich gehe da hin. Du musst gegen keinen kämpfen, du kannst den ausweichen.
Es geht um das Item da hinten, ja. Ja, ich weiß. Du kannst allen Trainern, die da auf dem Weg sind, auf dem Weg dahin sind, ausweichen. Außer wenn ich sprinte. Was ich schon wieder vergessen habe. Du bist ein kleines dummes Stück. Ja gut, Dodo ist jetzt nicht so eine große Bedrohung. Na gut, ich habe am Dodri meinen Xerneas verloren in Ultrasonne. Dem kann man auch ausweichen, wenn man sich nicht ganz bescheuert anstellt. Luxusball? Ist halt ein Ball. Können wir jageln? Ja, könnten wir sogar. Ich weiß aber nicht, bevor du angelst. Rechts weiter ist hohes Gras. Ich weiß nicht, ob das noch die gleiche Route ist. Warte, ich guck mal. Weil das wäre dann im Endeffekt besser, wenn wir das im hohen Gras suchen. Ja, definitiv. Weil da die Level höher sind. Sehr viel höher. Wenn wir angeln, können die irgendwie 5 Punkte kriegen. Achso, nee. Ich hatte gegen ihn ja schon gekämpft. Gegen ihn muss man kämpfen. Und was hab ich? Seerauch. Schon wieder. Ja. Ah nein, eben hatte ich... Oh, fuck. Ich bin einen zu weit nach oben gegangen. So viel zum Thema eben noch, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Ja, und ich hab's geschafft, den allen auszuweichen. Nein. Natürlich war das Zufall, dass ich wusste, dass dieses Pokémon eben eine Kampfschwäche hat. Natürlich war das gewollt, sozusagen. Natürlich. Das war natürlich gewollt. Hätte ich wusste, war das eindeutig. War das gerade unfair? Vanera war mein Gegner und, muss ich noch mehr dazu sagen? Wolkentafel? Flugattacken. Ah. Verstärken. Quasi genau das gleiche wie Hackattack. Ja, der Typ hat sich genau im blöden Moment umgedreht. Unten links liegt, glaube ich, noch ein Item oder haben wir einen Counter. Ist das eine andere Route? Warte, ich versuche die Tatte da erstmal auszubrechen. Ich will da nicht kämpfen. Ich hätte gedacht, du gehst ja erstmal weiter nach oben, weil du hast jetzt den Encounter gefunden. Das ist jetzt unser Encounter, du darfst nicht fliehen oder so. Nee, mach ich nicht. Pisa Knast ist geil. Wegen Pisa Floor später. Ja, nur aber da musst meine du nachgucken. Frage war halt, ob das Wasser oder das Gras eine unterschiedliche Route ist und du gehst einfach weiter in das Gras. Nee, ich hab keine unterschiedliche Route gesehen. Ja, deswegen, aber ich bin davon ausgegangen, dass du deswegen nochmal wieder ein bisschen zurückgehst, weil du dann sowieso schon gegen alle Trainer gekämpft hast, gefühlt. Bis Pärchen. Wenigstens ein Starter. Also ich meine, ich mag Megane zwar nicht sonderlich, aber wenigstens ein Starter, ist das aber, schlecht. Aber gut, ich mag Pisa Floor. Komm! Mein Fangglück heute enttäuscht mich nicht. Hallo, habe ich was an, oder? Oh, bei dir kommt einfach direkt raus. Ja, na gut, ich habe einen Ball geworfen, der eigentlich nicht so... der hätte nicht so viel Sinn ergeben, sag ich mal so. Doch, hat es sogar. Weil du höheres Level bist. Ein Starter ist auch schwierig zu fangen. Würde ich ihn mit Knochen als töten? Auf jeden Fall viel Damage machen, weil er... Warte, oder ich hole Ampharos rein, weil Ampharos Pflanzi resistet Elektro. Ja, und du kannst ihn paralysieren. Ja, okay, gut, das hätte Gengar aber auch machen können. Ja, danke. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Schau mal den Namen. Du Arsch, ey. Ja, aber Kopfsalat passt eher zu... Guck mal Pisa Knopf an. Ja, aber wir hatten Salatblatt auf dem Kopf. Ja. Deswegen Kopfsalat. Oh Mann, ich wusste nicht, dass der sich dreht. Ab ihn. Und links war übrigens doch kein Item. Pisa Knoss ist ein sehr, sehr, sehr geiles Pokémon. Ja. Oh, fuck. Holy fuck. Lass mich raten, gegen den kennst du gerade. Ja. Hm. Und ich habe einfach durchgedrückt. Oh. Ja, guck mal. Scheiße. Kampf ist effektiv. Oh. Stirb. Sogar. Nein! Lucario, bist du schneller? Ja, auf jeden Fall, weil Arceus paralysiert ist. Ich auch. Mit Paralyse hat er dann die Hälfte der Geschwindigkeit schon. Baumwollsaat? Was ist das denn? Senkt die Geschwindigkeit des Gegners. Schmutz.
Ey, schau mal, wen ich gefunden habe. Oder wen er hatte. Ich habe deine Corner besiegt. Ja. Nein, mein. Soll das Pokémon die neue Attacke nicht erlernen? Ja, nicht erlernen. So, jetzt mal weiter. Palim, palim. Eine Definition von Stück Scheiße. Wo er seine Vorentwicklung. Ja, palim, palim kann warten. Palim, palim kann. Palim, palim kann aber auch nicht viel mehr. Was. Was ist das nochmal? Psycho oder was ist das? Ja. Psycho? Also. Ich meine, du könntest auf Gengar gehen und eine Geistattacke machen. Würde ihn wahrscheinlich rausnehmen und es ist Palim Palim. Selbst wenn er eine Psychokinese macht, er one-hitted er dich nicht. Siehst du, das war eine sehr effektive Konfusion. Na. Lol. Gengar schneller, macht nix. Herzhofen. Hier kriegen wir noch ein Ei normalerweise. Da ist eigentlich Vonera drin. Also brauchen wir das eigentlich gar nicht erst auszubrüten, weil es ist eh nicht gerandomized und Vonera brauchen wir beide nicht, ne? Ja. Warte. Ach, die Tante, ja, ich erinnere mich, dass diese. Von dieser Wettbewerbshalle da oben. Bekommen wir das. Also hier von diesem Typen hier bekommen wir das Vonera ein normalerweise. Ja. So, ich glaube, das war ein Diamant gewesen. Da war hier. Da konnte man die Arena hier nicht machen. Aber im Platin glaube ich schon. Nicht. Ja, in Platin, glaube ich, geht das schon. In Diamant Pair war das hier dann, glaube ich, die fünfte Arena. Irgendwie so, ja, genau. Und wir können sie hier direkt mitnehmen. Hey, ich habe die geheilt. Aber guck mal auf. Okay, ja, gut. Ja, das wird nicht direkt aktualisiert. Achso, ich wollte gucken, welches Wesen und wie Pisa Knoss aussieht. Wir können. Der trägt eine TM als Item. Ja, TM 88. Ja, ist eine deutsche TM. Alter, wie kommst du auf sowas immer, ey? Wesenhart. Hart. Das ist ein Hartner. Also. Das hat die Spezialverteidigung ist erhöht. Nee. Spezialverteidigung hat er so einfach nur höher. Achso, und sein Angriff, Spezialangriff ist gerade noch relativ gleich. Ja, und Hart ist eigentlich Spezialangriff runter, Normalangriff hoch. Und der hat eigentlich mehr Spezialangriff, also ist das ein schlechtes Wesen. Oh. Ja, mal gucken. Aber von mir aus können wir ihn schon. Also es ist trotzdem Starter, also ja, von mir aus können wir den Teddy rausschmeißen. Ein Kopfsalat ist sanft. Oh, gut. Von mir aus können wir die Teddy rausschmeißen. Ja, warte, ich muss nur noch kurz gucken, was sanft für ein Wesen ist. Sanft ist. Muss ich es nur finden. Sanft, da ausgeglichen. Nice, nehme ich. Ist gekauft. Ja, natürlich hast du mehr Glück. Der Keck kommt raus. Jo, perfekt. So, theoretisch könnten wir erstmal noch mal. War das hier in diesem Game? Hier bekommen wir ein Evoli geschenkt. Ja. Meinte ich doch. Ja, aber bringt uns ja nichts. Ach, doch. Klar. Doch, hier. Nee, warte mal. Evoli kann. Ich habe zwar einen Blattstein, aber das bringt halt nichts für Volibuba. Volibuba kann man ja mit einem Blattstein gar nicht entwickeln. Nee, kann man nicht, aber trotzdem. Ja, aber was wollen wir mit einem Evoli? Nach Tara oder so? Ja, gut, je nachdem. Ist besser als nichts. Ja, gut. Ich sag jetzt mal im Notfall, ja. Wenn wir nur ein Stück Scheiße eben dann haben. Dieser Knast, du warst sehr lange im Team, aber ich hol dich gleich wieder. Hitzig ist. Letzter runter, Spezialangriff hoch. Speziell offensiv ist. Das könnte ein gutes Blitzer werden. Warte. Meins könnte ein gutes Blitzer werden. Solo. Solo.
ist Verteidigung runter, Angriff hoch. Physischer Angreifer ist Flamara zum Beispiel. Also bräuchte ich einen Feuerstein, da würde es Sinn machen, das Wesen. Zum Beispiel. Habe ich einen Donnerstein? Ich habe einen Sonnenstein, aber der wirkt irgendwie nicht. Nö. Nee. Damit kannst du Sonnenkern entwickeln, glaube ich. Ja, glaub wohl. Und, Na gut, also... Ultrigaria zu Sarzenia. Gut, also solange ich keinen Feuerstein habe, bringt mir Evoli also nichts. Wahrscheinlich. Was heißt bringt nichts? Du kannst den halt auch zu wem anderes entwickeln, aber hätte jetzt sowieso gesagt, erstmal... Also, Evoli ist halt ein gutes Notfall-Pokémon. Da können wir halt im Notfall alles mögliche, was uns gerade als Typ im Team fehlt, draus machen. Ja. Und einmal kurzer Cut, ich muss auf den Port. Na toll. Da ist er ja wieder. Nee. Ich habe mich ein bisschen schon mal durch die Stadt durchgefragt. Die Arena-Leiterin ist hier in diesem Riesenkapuff hier. Da quatsch ich gleich deine Mutter an, da war ich gerade schon drin. Ja, ich weiß. Da kriegst du gleich einen Anzug und ich habe ein Kleidchen gekriegt. Ja, wir müssen jetzt einen Wettbewerb machen. Mit dem Wettbewerb drehe ich den Speed höher. Müssen wir? Nö. Nein, müssen wir nicht? Sie ist raus hier. Ja. Oh lol, okay, gut. Ich dachte schon, wir müssen. Ich hab gerade noch nach Items gesucht und guck, was ich gefunden habe. Regesang, ich weiß. Kann ich erstmal irgendwen geben zum Heilen? So, einfach was, du kannst es haben. Hä? Achso, warte mal, ich muss die Arena-Leiterin vielleicht auch selber ansprechen. Ja. Wollen wir direkt in die Arena gehen oder wollen wir einen Encounter holen? Können wir da unten schon durch oder ist das auch versperrt? Hier unten weiß ich nicht, warte. Da ist es versperrt. Ja, okay. So, links ist auch noch ein anderer Weg nach unten. Ist das versperrt oder? Guck ich gerade. Ja, na toll. Ja gut, meinte ich doch. Also Arena. Da, wo du gerade versucht hast durchzugehen, lebt normalerweise Pikachu. Lol. Hinter diesem komischen Gebäude.